Künstlerin und wohne in Abenberg, das ist in Mittelfranken. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen zeigen, wie ich so Aquarell male. Ja, was brauche ich dazu? Also, ich brauche natürlich einen Farbkasten. Da habe ich hier meine. Und hier nochmal Farben. Dann brauche ich ein paar Pinsel. Das sind meine Pinsel. Eine Sprühflasche, weil ich mit. Und einen Wasserbehälter mit viel Wasser natürlich. Genau. Also ich mal mit viel Wasser. Und jetzt fange ich einfach mal an. Hier im Hintergrund seht ihr ein Bild auch schon von mir. Und ich bin im Atelier in Abenberg. So, also. Ich male am meisten oder am liebsten eigentlich im Stehen. Seht ihr das? Ja. Und ich fange jetzt einfach an, diese granulierenden, tollen Farben aufs Blatt zu bringen. So, die erste Reihe, das sind die Galaxiefarben. Die sind da in dem Kästchen. Deep Sea, die habe ich da rein. Deep Sea. Ich male gerne mit ganz viel Wasser, lasse die Farben dann ineinander laufen. Schaut mal, wie schön das geht. Und jetzt kommen die Farben. Desert. Nochmal die Brauntöne. Ja, das sind diese super granulierenden Farben der Firma Schminke. Die habe ich mir so als flüssige Farbe Tubenfarbe gekauft und habe sie natürlich in diese Behälter, weil der andere Malkasten war halt einfach schon voll. Ja, und was haben wir jetzt als letztes? Das ist Glacier, genau. So. Gletscher, Türkis. Gletschergrün, das ist auch ganz schön. Hat ein bisschen ein Graustich mit drinnen, ist aber wunderschön. Gletscherbraun. Ich lasse die auch oft einmal so zusammenlaufen. Und die letzte ist Gletscherschwarz. Ja, ihr seht, ich probiere jetzt einfach mal nur Farben aus, aber oft kann man das auch so machen, dass man ja dann eine Aquarellkreide, einen Stift nimmt und das Zeichnen anfängt oder den, ich sag mal, den Pinsel oder die Kreide tanzen lässt auf dem Papier und dann entstehen tolle Experimente. Vielleicht Menschen, vielleicht sind es nur Formen, Verbindungen. Genau. Ja, warum ich euch das zeige? Also, ich, wie gesagt, ich habe hier die granulierenden Farben eingefüllt, weil in meinem normalen Farbkasten auch gar kein Platz mehr war. Und jetzt habe ich genau diese 20 Farben da drin. Ja, und was ist das wohl? Also wo könnte ich das reingefüllt haben? Schaut mal, das ist es leer. Und vorher, jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen,
Das sind die Milka-Herzen. Also ein bisschen Werbung für die Firma Milka. Schau dir mal. Da kann man aufmachen. Das sind die Herzen. Und die schmecken auch noch voll lecker. Und ich freue mich, dass ihr zuschaut. Und jetzt wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Tag. Viel Spaß bei der Aquarellmalerei natürlich auch. Man kann alles mal riesig im Hintergrund, mein Bäumebild. Es muss einfach nur Spaß machen. Und ausprobieren, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und wie gesagt, wenn ihr die dann alle gegessen habt, dann könnt ihr die Farben. Wie ist es? Das reindrücken, aufmachen, die Farben reindrücken und ja, einfach Spaß dabei haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, alles Liebe für euch und genau, bis dann.